Reinhard, du hast gerade mit uns hier im Feuerkreis ein Gespräch geführt, Vortrag kann man ja wirklich nicht sagen, über ja, deine Erfahrungen als Landarzt. Ja. Magst du kurz was zu deinem Hintergrund erzählen? Du warst 20 Jahre Landarzt. Ja, 24 Jahre. Und ich wollte eigentlich Zahnarzt werden. Okay, bist dann aber Landarzt geworden. Das ist ja etwas, was ich in meinem Leben jetzt auch noch nicht richtig verstanden habe, weil ich weder ein begnadeter Akademiker bin, eher ein Handwerker. Ich mache Modellbau und Feinmechanik und mal Aquarelle. Und der Deal mit dem Zahnarzt sollte eigentlich folgender sein: gutes Handwerk im Mund gegen anständige Bezahlung. Ja. Numerus clausus 1 plus, ja. 5 Jahre auf den Studienplatz gewartet, 3,5 Jahre nach dem Zivildienst Krankenpflege gemacht und dann aus Mitleid einen Platz für Medizin bekommen. Okay. Sollte eigentlich nicht sein. Ja, aber Landarzt heißt so richtig auf dem Dorf. Landarzt heißt ja, also ländliche Region mit vielen alten Menschen, mit vielen Hausbesuchen. Ganz kurz, ländliche Region, der Ort, in dem deine Praxis Salzhausen. ist, 2000? Salzhausen. Salzhausen, Ja, wie ja. viele Einwohner? 10.000 die Samtgemeinde. Okay, also so für, so, du bist dann für so 10.000 Vier Kollegen. Leute, mit 4 Leuten seid ihr die Ärzte. Okay. Ja. Landarzt ist ja, glaube ich, so ein bisschen auf der einen Seite, wenn man so Landarzt hört, hat man so vielleicht auch so ein bisschen Landarztromantik. Gibt ja auch diese Fernsehserie der Landarzt, die ja auch immer so romantische Landidyll vorgespielt hat. Auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass keine Leute aufs Land gehen. Was Ja. ist es denn jetzt? Scheißjob oder Nein, Idyll? es hat sich so entwickelt, weil wenn man Allgemeinarzt wird, ist man kein Spezialist für Apparatemedizin, sondern man hat Chirurgie gemacht, man hat, wenn man Glück hat, ist man Rettungswagen gefahren, ist Anästhesist gewesen eine Weile, hat die meiste Zeit in einer Allgemeinarztpraxis gearbeitet, hat Chirurgie gemacht, die kleine Chirurgie, und hat dann seinen Katalog für Allgemeinmedizin zusammen. Ja. Ja, und wenn man jetzt auf dem Lande wohnt, lässt man sich da auch nieder, weil man nicht seine Puppenlappen packen möchte und jetzt auf einmal wieder in die Ach so, Stadt du hast immer auf dem Land gelebt und bist halt da Arzt geworden, wo du aufgewachsen bist. Okay. Ja, aber ist es jetzt, würdest du sagen, Landarzt ist für dich der Traumjob Nein. gewesen oder wärst du lieber in die Stadt gegangen? Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es ja nicht ausprobiert habe. Ja. Nun ist das mit der Landarztsache gelaufen. Und ich fand das spannend und ein wichtiges Leben, aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass das zu Ende ist, weil es erschöpft mental. Es ist eine Sache, die eigentlich immer dazu zwingt, sich nochmal zu verändern. Ja. Es ist eine befristete Geschichte. Weil sich die Ja. Umstände anpassen oder? Nein, weil die Kraft einfach, die mentale Kraft ist nicht über eine längere Zeit verfügbar als als ein Arbeitsleben. Es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die weiterarbeiten, die den Job nicht loslassen können. Ja. Halte ich für gefährlich zum Teil. Es könnte dann zur Routine werden. Ich verdiene mein Geld, ich versorge die Patienten, aber irgendwo fehlt dann die Kompetenz, da wirklich mit Herz bei zu sein und vielleicht auch bei der sprechenden Medizin zu schnell müde zu werden und das Ganze also wirklich auf das ein Minimum zu reduzieren, was dem Patienten das vielleicht nicht mehr gerecht Vorhin im Gespräch kamen wir schon ganz viel wird. drauf, dass für dich dieses Hausarzt, Allgemeinmediziner sein ganz viel mit Herz, wie du sagtest, und zu tun hat. Und du hast jetzt gerade schon das Stichwort gebracht, sprechende Medizin. Ganz kurz, was ist sprechende Medizin? Sprechende Medizin ist eine Kommunikation mit dem Patienten, der genau das mit diesem Herzblut
initiiert. Es ist dieses Geben und Nehmen. Das ist eine Interaktion zwischen Patienten und Arzt. Der Arzt gibt dem Patienten was und der Patient gibt dem Arzt was zurück. Vereinfacht gesagt, das offene Ohr und das Patientengespräch statt einfach nur pauschal nach Katalog Verschreibungen zu machen? Ja, es ist eine Beziehung, die aufgebaut wird und die ja auch viele intime Themen hat. Mhm. Und natürlich ein Vertrauensverhältnis muss aufgebaut werden und eine extrem hohe emotionale Dichte. Und diese emotionale Dichte ist am Ende das, was eine kognitive Überforderung bringen könnte, wenn das zu lange gemacht wird. Du hast auch gesagt im Gespräch, dass das so ein bisschen, oder das klang so durch, dass das war, was für dich den Landarztberuf ausgemacht hat, weil du die Menschen teilweise ein Leben lang als Arzt begleitest und den kennst. Den ich mir aber ursprünglich nicht gewünscht hatte. Okay, ja. Das muss man auch sagen. Und deshalb also hatte ich wahrscheinlich immer ein Gefühl dafür, wann diese Kraft aufgebraucht ist. Und ich habe, glaube ich, rechtzeitig Schluss gemacht. Ja, das ist ja auf jeden Fall wünschenswert. Und alles, was bis dahin gewesen ist, das würde ich niemals bereuen. Wir haben vorhin im Gespräch auch recht viel über so das Beziehungen zwischen Seele und Körper gesprochen und dass Seele, und so, ob man es jetzt Seele nennt oder irgendwie nur Psyche oder geistige Verfassung, das auch ganz großen Einfluss auf Gesundheit hat. Ja. Kannst du dazu noch zwei Sätze sagen? Ja, das war ja das Thema, was N eigentlich als Leitthema mir präsentiert hatte, die psychosomatische Medizin im Grunde genommen, die wir jetzt gar nicht erörtert haben. Ja, haben wir jetzt nicht so vertieft, aber ja. Und tja, so wie die Seele dieses Auto, dieses Vehikel fährt, was unser, du hast den Körper mit dem Auto verglichen und die Seele mit dem Fahrer. So wie sie das zu Schanden fahren kann, wie sie das pflegen kann, wie sie das lange erhalten kann, so ist die Seele ganz bestimmt auch für die Immunabwehr und die Selbstregenerierung zuständig. Mhm. Gerade was Glücksgefühle betrifft und Stimmungslagen und Lebenswille, Optimismus, das ist der Einfluss der Seele auf den Körper. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass am Ende eigentlich alle Krankheiten auch eine seelische Ursache haben? Ja, wenn ein Unfallmechanismus durch ein Fehlverhalten der Seele passiert ist, dann ist selbst ein Unfall, der mechanisch hervorgerufen ist, Fingerkuppe fehlt, am Ende eine kognitive Fehlleistung der Seele. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay, ja. Also ansonsten glaube ich, dass das Krankheitsspektrum, was seelisch beeinflusst wird, wohl das meiste auch ausmacht. Sicherlich auch Tumoren und Krankheiten, wo ein Individuum dann vielleicht ein von der Seele auch abgetötet wird im Grunde genommen, weil die Immunabwehr einfach die Kompetenz verliert, das Individuum zu retten. Kümmert sich die Medizin in ihrem Streben nach Heilung zu viel um den Körper und zu wenig um die Seele? In unserer Gesellschaft sicherlich. Aber weltweit gesehen gibt es immer noch Schamanen, es gibt die traditionelle chinesische Medizin, es gibt ganz andere spirituelle Ansätze, wie Buddhismus zum Beispiel, der mit seelischen Energien ja ganz anders umgeht, wie wir das jetzt tun. Das ist wirklich regional in der Welt verschieden, aber eigentlich immer noch der klassische alte Ansatz zu heilen. Was hast du versucht, in der Richtung für deine Patienten zu tun, um dich mehr um die Seele deiner Patienten zu kümmern und nicht nur Medikamente zu verschreiben? Ja, das Vertrauensverhältnis aufbauen und ganz viel über die Menschen zu erfahren. Und ja, soweit ich es kann, Ratschläge geben, wie man hauptsächlich jetzt auch einer verletzten Seele eine
Genesung bieten kann. Das ist ja auch eine Interaktion, die dazu führen muss manchmal, dass sich Verhaltensweisen ändert. Und das kann man nicht von oben herab diktieren, sondern das ist eine Idee, die Patienten aufgreifen könnten, wenn es richtig angeboten wird. So möchte ich das mal formulieren. Ja. Und dann heilen die sich selber. Glaubst du, dass da die Patienten auch anders, ein anderes Verständnis, also dass ich zum Beispiel jetzt einfach als normaler Mensch einfach ein anderes Verständnis entwickeln müsste für Gesundheit und für Heilung? Oder siehst du da eher die Medizin, den Hausarzt in der Pflicht, sich mehr auch auf nicht schulmedizinische Methoden einzulassen? Also ich freue mich immer, wenn Menschen selber den Ansatz haben und würde das immer bestätigen. Und grundsätzlich sagen, wer heilt, hat recht. Das ist tatsächlich, da muss sich auch jeder Arzt dran halten. Mhm. Und mir ist es viel lieber, wenn jemand eine gute Selbstheilung entwickelt, als dass man ständig jemand sein muss, der Menschen anleitet, etwas zu machen. Das muss der Mensch selber lernen irgendwann und das würde ich immer bestätigen. Von notwendigen chirurgischen Eingriffen mal abgesehen, die müssen natürlich auch sein und moderne Diagnostik muss auch sein. Das muss auch alles sein, wenn man ein Problem sonst nicht erfassen kann. Aber am Ende steht immer, dass die Quintessenz der Heilung aus dem Menschen selbst herauskommen muss. Ja. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es auch Menschen gibt, die vielleicht unterbewusst, unbewusst und unbeabsichtigt vielleicht gar nicht gesund werden wollen. Du hast da so sekundären Heilungseffekt. Naja, wenn sie Krankheit instrumentalisieren, um ihre Seele zu schützen vor irgendwelchen Stresssituationen, dann ist das so. Wenn Arbeit krank macht, ist das ein Stichwort. Oder auch, der Chef böse ist und ich gemobbt werde und da nicht hin möchte, weil keine Alternative habe, mich nicht verändern möchte, um da rauszukommen, nicht kämpfen möchte, um das zu besiegen vielleicht auch. Auf jeden Fall hat eine unserer netten Wesen hier ja Gott sei Dank in den Raum gelegt, dass fast alle Krankheiten heilbar sind. Im Grunde genommen selbst Krebskrankheiten und so weiter. Wenn die Selbstheilung funktioniert. Du hast vorhin schon selbst postuliert, wer heilt, hat recht. Das ist ja auch ein bisschen das Motto, wobei es ja im Motto der Bündischen Akademie dieses Jahr mit einem Fragezeichen versehen ist. Ja. Siehst du da Grenzen oder sagst du, egal, solange es dem Patienten nachher subjektiv besser geht, ist alles erlaubt? Naja, der Arzt hat am Ende auch die Verpflichtung zu bestätigen, ob eine Genesung auch vollständig ist. Er muss ja auch den Erfolg der Interaktion zwischen Patient und Arzt am Ende richtig einschätzen und werten. Mhm. Und das ist so eine Art Nachsorge. Manchmal sind Symptome verschwunden und kommen wieder. Dann muss man das natürlich auch wieder aufgreifen. Und das ist ja auch für beide ein Lernprozess im Grunde und für den Patienten auch. Am besten ist es, wenn er in die Lage versetzt wird, unabhängig vom Arzt jetzt mit seiner Veränderung, die er wahrscheinlich dann in irgendeiner Form gemacht hat, besser zu leben. Und immer muss der Patient sagen, ob es ihm gut geht oder nicht. Das kann der Arzt nicht beurteilen. Du hast auch im Gespräch vorhin schon mal gesagt, so, naja, ob eine Heilung wirklich stattgefunden hat, muss am Ende der Patient beurteilen. Ja. Das heißt, es ist auch in unserer Verantwortung am Ende zu sagen, brauche ich den Arzt noch oder nicht? Ja, und auch mit der Einschränkung, dass gewisse Beschwerden einfach zum Älterwerden gehören. Und nicht irgendwelche Zahlbeansprüche bestehen, jetzt 85 zu werden, ohne irgendwelche Einbußen zu haben körperlich. Das ist nicht realistisch. Mit Sicherheit nicht. Nee. Wie hat sich deiner Meinung nach so die Medizin verändert? Hat sich da viel, ist es eher zu technisch geworden in den letzten 50 Jahren mit unserer Apparatemedizin oder siehst du eher den Fortschritt? Schaust du da eher positiv in die Zukunft oder glaubst du, wir sind da auf dem Holzweg mit unserer europäisch geprägten Pharma- und Apparatemedizin? Also die Pharmaindustrie
ist auf der einen Seite ganz, ganz wichtig und hat neue Therapiemöglichkeiten geschaffen, verdient aber wirklich nicht schlecht, hat eine Lobby, die ist nicht von dieser Welt hier, hat viele Fäden in der Hand. Das ist das eine. Der Fortschritt der Apparatemedizin ist heute auch gewollt, weil man braucht einfach diese modernen Geräte, um weiterzukommen in der Diagnostik und in der Verlaufsüberwachung und Kontrolle von Krankheiten. Der genetisch-technische Ansatz wird eine Revolution sein. Also gentechnische Medizinentwicklungen. Überhaupt Gene zu analysieren und zu sehen, welche Krankheiten genetisch bedingt sind. Da wird man doch mehr Krankheiten finden, als man sich das heute vorstellt. Glaubst du, wir sind irgendwann frei von Krankheiten? Oder kommen einfach immer nur neue dazu, weil wir älter werden? Wir werden in 30 Jahren wahrscheinlich frei von Tumorkrankheiten sein. Wir werden jetzt demnächst HIV heilen können mit Enzymscheren. Und der Mensch hat nie ohne Krankheiten gelebt. Deshalb kann ich nicht so optimistisch sein, dass ich glaube, dass es keine neuen Krankheiten gibt. Es werden überwiegend auch psychische Krankheiten sein, die ja nicht unbedingt alle sicher mit pharmakologisch behandelt werden können. Es reichen jetzt schon die Therapeuten nicht, um die überspannten Menschen, die es in unserem Land gibt, die Ängstlichen, die Lebensunsicheren zu therapieren. Das ist auch immer wieder zuletzt ein Anliegen gewesen, was dem Hausarzt anheimgestellt wurde, das zu behandeln, weil selbst bei seelischen Dekompensationen sind Psychotherapeuten nicht ansprechbar gewesen. Die haben zum Teil 20 Minuten Sprechzeit in der Woche, um sich mit seinem Problem da vorzustellen und gehört zu werden, geschweige denn einen Termin zu kriegen, geht in der Regel erstmal zum Hausarzt. Da schließt sich so quasi so ein Kreis jetzt auch, nicht? Ja. Aber dass diese Welt jetzt mit ihrer Digitalisierung frei von Krankheiten sein soll in der Zukunft, das glaube ich überhaupt nicht. Und das wäre vielleicht auch ein zu schöner Traum. Ja, und ich glaube, dass psychische Erkrankungen ganz viel mehr Stellenwert einnehmen in der nächsten Zukunft. Weil man den Körper leichter reparieren kann als die Seele. Und wenn es darum geht, dass die Seele den Körper repariert und die Seele krank wird, dann haben wir natürlich das Potenzial für andere Krankheiten. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die tolle Runde vorhin und hoffe, du genießt noch das schöne Wetter hier auf der Akademie. Schönes Mittagessen jetzt auch. Ja. Danke dir. Gut.